Also Freunde, wir haben ein Auto, das 60 km/h fährt, Allradantrieb besitzt, gut aussieht, zwei Differentialsperren hat und zudem auch noch extrem gut fährt. Also Absima ASB1 BL Review. Viel Spaß! Als ich das Skript für dieses Review hier geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ich das Auto schon seit mehr als 2 Jahren besitze und seitdem wirklich kein einziges Mal enttäuscht wurde. Das Auto ist sehr, sehr gut verarbeitet, doch dazu später noch mehr. Auf der großen Verpackung können wir erkennen, dass es gleich 2 Modelle von Absima bei diesem Modell hier gibt, nämlich einmal die ASB1 BL Version, die ich besitze mit 60 km/h und die den Unterschied hat, dass sie ein Brushless Motor hat, 20 km/h schneller fährt und zudem im Orange ist. Das ASB1 Modell fährt 40 km/h und besitzt leider keinen Brushless Motor. Im Inneren der Verpackung befindet sich eigentlich nur noch eine Gebrauchsanleitung, eine 2,4 GHz Fernsteuerung und eben natürlich das Auto, welches ihr übrigens nicht selber aufbauen müsst. Außerdem sind leider keine Batterien mit dabei, also ihr müsst euch einen Akku selber kaufen. Ich habe mir einen 5000er Akku von Konrad gekauft und muss sagen, ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Der Akku hält ausreichend und genügend Leistung ist des Weiteren auch noch vorhanden. Ich will jetzt aber gar nicht weiter mit der Verpackung rumreden, denn da gibt es jetzt eigentlich nicht so viel Interessantes. Deswegen kommen wir jetzt gleich zum Design, der bei den meisten wohl erst wichtigste Kaufgrund nach dem Fahrgefühl, welches natürlich danach primär wichtiger ist. Denn das Auto hat, so schreibt es Absima selbst, ein sehr, sehr besonderes Design, denn es besteht nämlich aus einem Stufenheck und einem besonders einzigartigen Rollkäfig, der mir wirklich viel zusagt. Es sieht einfach sehr modern aus und lässt das Auto noch einmal robuster wirken. An der Seite haben wir diverse Absima-Aufkleber und hinter dem Heck natürlich noch einmal die Website, nämlich www.absima.com. Was mir an diesem ferngesteuerten Auto aber wirklich am allermeisten gefällt, ist hier ganz klar die Front, denn die sieht meiner Meinung nach einfach extrem modern, sportlich, aber dennoch robust aus, also eine Mischung aus allem und ich denke, die wird sehr, sehr vielen Leuten wirklich gut gefallen. Für mich besitzt das Auto einen ziemlich sportlichen Charakter und damit kommen wir auch schon gleich zu den Fahreigenschaften dieses RC-Cars zu sprechen, denn es fährt ja 60 km/h und jetzt ist die Frage, lässt sich dieses Auto mal überhaupt eigentlich noch gut fahren, denn 60 km/h ist wirklich extrem viel für ein kleines ferngesteuertes Auto, aber die Fahreigenschaften von diesem Auto sind extrem gut, es lässt sich super lenken, man kann an der Fernbedienung wirklich viel einstellen und es macht einfach nur wirklich viel Spaß mit diesem Auto zu fahren, denn zum Beispiel drehen die Reifen selbst bei 30 km/h voll aufgeladenem Akku sogar noch durch und das ist wirklich sehr beachtlich, wie ich finde, und ist einfach nur sehr, sehr eindrucksvoll. Das Auto besitzt eine sehr schnelle Reaktion, wobei die Fernbedienung eine kleine Macke hat, wie ich später noch erzählen werde. Und die Reifen lassen sich gut steuern. Die zwei Sperrdifferenziale haben bei mir bis jetzt noch nie Sorgen bereitet und haben immer gut funktioniert. Auch in den letzten 2 Jahren ist mir bei diesem Auto noch nicht wirklich irgendein Fehler aufgefallen, den ich hätte bemängeln können. Und daraufhin kommen wir auch gleich anschließend zur Fernbedienung, denn da gibt es, wie ich finde, auch einiges zu sagen. Die bereits vorhin schon erwähnte sehr gute Verarbeitungsqualität beim Absima ASB1 BL ist, wie ich finde, einfach nur beeindruckend und das merkt man auch schon gleich an der Fernbedienung, wenn man sie in die Hand nimmt. Sie fühlt sich einfach extrem gut an und zum Beispiel ist das Drehrädchen nicht aus normalem Hartplastik, sondern aus schönem Stoff gemacht, was sich sehr gut anfasst. Somit vermittelt einem die insgesamt sehr gute Verarbeitungsqualität den Eindruck, dass die ungefähr 240 Euro gut investiert wurden und man davor ein sehr schönes, schnelles Auto bekommt, welches auch gut verarbeitet ist. Ich will jetzt aber gar nicht weiter ablenken, sondern gleich mit der Fernbedienung weitermachen, denn da, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, gibt es ja eben einiges zu erzählen, nämlich zum Beispiel, dass das Auto teilautonom fahren kann. Das hört sich jetzt zwar gerade verrückt an, aber ist tatsächlich möglich. Denn so gibt es nämlich einen Drehregler, in dem gesteuert werden kann, wie schnell das Auto von selber fahren soll. Zwar wird hier nicht selber gelenkt, aber es wird jedenfalls selber Gas geben. Das Auto fährt dann zum Beispiel nur 20 km/h durchgehend. Somit können zum Beispiel tolle Specs gefilmt werden oder eben auch andere Sachen gut realisiert werden. Außerdem kann man an der Fernbedienung einstellen, wie groß der Lenkwinkel sein soll. Es gibt die Stufen 1 bis 6. In der 6. Stufe ist der Lenkwinkel am allergrößten, in der ersten Stufe ist er kaum lenkbar. Natürlich lässt sie auch noch ein schiefes Rad korrigieren, somit kann dann, wenn das Auto etwas schief fährt, die Räder so eingestellt werden, dass das Auto wieder normal fährt.
Die Fernbedienung besitzt noch viele andere Steuermöglichkeiten, wovon ich aber keine ausprobiert habe, da ich sie, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, einfach nicht verwendet habe. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich sie als nicht so wichtig empfunden habe. Auch höhere Ansteigungen, Meister der 3521 kW starke Brushless Motor mit links. Somit gelangen wir zu einem weiteren interessanten Kapitel, nämlich dem Offroad-Teil. Denn die Frage ist jetzt natürlich auch noch dann, da das Auto ja ziemlich schnell fährt, ob es dann überhaupt noch gut im Offroad ist, denn die Federwege sind ja wie bekannt nicht allzu groß und es ist dafür auch eigentlich nicht ausgelegt, aber dennoch ist das Ergebnis überraschend. Obwohl das Fahrwerk eigentlich nicht für Sprünge gedacht ist, lässt es sich trotzdem gut springen, aber man sollte es nicht allzu oft machen, da so zum Beispiel Federbrüche entstehen können. Das Auto ist kein wirkliches Sprungauto, aber dennoch kann man mit diesem Auto ein paar Sprünge durchführen, man sollte es eben nur nicht übertreiben. Zwar kann das Auto im Offroad nicht alle Hindernisse meistern, aber es meistert trotzdem noch ziemlich viele. Denn wir reden hier immer noch von einem Auto, das 60 km/h fahren kann und dafür eigentlich auch konzipiert wurde. Natürlich auch noch für andere Dinge, aber dennoch reden wir hier immer noch von einem Auto, das kein richtiges Geländefahrzeug ist. Es ist eher so wie ein kleines Wüstenbuggy, mit dem man schnell durchbrettern kann. Das Auto ist natürlich spritzwassergeschützt, aber dennoch sollte man es nicht darauf ankommen lassen. Eine rein optische Sache ist, dass meine Karosserie nach 2 Jahren nunmehr schon ihre besten Tage hinter sich gehabt hat, aber man könnte sich auch eine neue Karosserie bei Apsima nachkaufen für ungefähr 30 Euro. Man muss dies aber auch nicht machen, denn es ist wie gesagt nur eine rein optische Sache und das Auto ist immer noch extrem stabil. Nachteile gibt es beim Apsima ASB 1BL leider dennoch. Es sind aber sehr wenige Nachteile, mit denen, wie ich finde, man trotzdem sehr gut leben kann. Da wäre zum Beispiel, dass das Auto 1,8 Kilogramm ungefähr wiegt und das dann eben dementsprechend schwerer zum Tragen ist, wenn der Akku leer ist. Ein weiterer Nachteil ist, der bei jedem Auto aber vorhanden ist, denn das Auto verschleißt einfach mit der Zeit und so ist es auch bei meinem Auto. So ist bei meinem Auto mittlerweile die untere Lüftungsklappe abgefallen, obwohl ich sie schon mehrmals dran hingeklebt hatte. Das trägt dann leider zur Folge, dass eben deutlich leichter Wasser zum Motor eindringen kann und das Auto eben nicht mehr so gut geschützt ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Fernbedienung eine nicht so gute Funkfrequenz hat, jedenfalls bei meiner, denn wenn ich zum Beispiel etwas weiter entfernt bin, sagen wir so 30 Meter, dann funktioniert die Fernbedienung nicht mehr so gut, wie sie eigentlich sollte und das Auto reagiert dann entweder gar nicht mehr oder es reagiert extrem verzögert, was dann wiederum sehr gefährlich sein kann, wenn du an irgendeiner Straße bist. Beispielsweise war das auch der Grund, wieso mein Auto kurzzeitig auf der Straße gewesen ist, wo viele Autos gefahren sind, da mein Auto einfach nicht mehr unter Kontrolle zu halten gewesen ist. Man sollte sein Auto also nicht aus zu weiter Entfernung steuern, was aber wahrscheinlich eh nicht der Fall sein wird, denn man ist meistens sowieso näher am Auto, da man aus weiter Entfernung das Auto einfach nicht mehr so gut erkennen kann. Nach diesem doch sehr langen Video für meine Verhältnisse habe ich mir überlegt, noch einmal die Pro und Kontras für dieses Auto zusammenzustellen. Fangen wir natürlich zuerst mit den positiven Argumenten an, die bei diesem Auto ganz klar überwiegen. Mein erster absolut positiver Punkt ist bei diesem Auto ganz klar die hohe Geschwindigkeit, nämlich 60 km/h und zudem auch noch die extrem gute Verarbeitungsqualität, die auch nach 3 Jahren immer noch zu spüren ist. Es fällt einfach auf, dass in diesem Auto die Entwickler sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt haben, was einfach auch daran liegt, wie gesagt, dass die Verarbeitungsqualität echt sehr, sehr hoch ist. Ein weiterer positiver Aspekt für mich ist, dass das Auto wirklich sehr robust ist und nach 3 Jahren mir bis jetzt noch nichts gebrochen ist, weder Federwege noch irgendwelche anderen Stabilisationsteile. Der hohe Fahrspaß gibt es weiterhin sein Übriges, das Auto für seinen aufgerufenen Kaufpreis zu kaufen. Außerdem gefällt mir das Design selbst nach 3 Jahren noch ziemlich gut und das muss man erstmal schaffen, wie ich finde, denn nach 3 Jahren, da hat sich wirklich eigentlich schon viel getan, aber mir gefällt es immer noch ziemlich gut. So ist es mit dem Auto eigentlich auch kein Wunder, dass man mit diesem Auto Blicke auf sich zieht. Stellt sich noch eine letzte Frage, ob das Auto auch für Anfänger geeignet ist, die sich dieses Auto als erstes ferngesteuertes Auto kaufen, und meine Antwort ist darauf, nach den ersten Proberunden mit dem Auto macht man sich schnell vertraut mit diesem Auto und es macht dann immer mehr Spaß mit dem Auto zu fahren. Obwohl es Nachteile gibt, finde ich, sind es welche, die leicht verschmerzbar sind, aber seht selbst. So ist ein Nachteil, dass meine untere Lüftungsklappe abgefallen ist und ein weiterer Nachteil,
dass eben die Leistung nach den Jahren nachlässt, aber was natürlich selbstverständlich ist, denn ein Auto verschleißt einfach mit der Zeit. Das etwas höhere Gewicht von meinem Auto spielt natürlich auch noch eine Rolle, doch ist, wie ich finde, verkraftbar, denn man trägt das Auto eigentlich eh nicht so oft, es sei denn, man hat einen schwächeren Akku. Ja, Freunde, das war das Review zu meinem Auto Abzima, das ich nun schon seit 3 Jahren besitze und damit echt gute Erfahrungen gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt gibt's noch einen coolen Carbon und dann bis zum nächsten Mal.